Kapitel 9 – Der Reformator der Schweiz. In der Wahl der Werkzeuge zur Reformierung der Kirche zeigt sich der gleiche göttliche Plan wie bei der Gründung der Gemeinde. Der himmlische Lehrer ging an den Großen der Erde, an den Angesehenen und Reichen, die gewohnt waren, als Leiter des Volkes Lob und Huldigung zu empfangen, vorüber. Diese waren so stolz und vertrauten so sehr auf ihre vielgerühmte Überlegenheit, dass sie nicht umgebildet werden konnten, um mit ihren Mitmenschen zu fühlen und Mitarbeiter des demütigen Nazareners zu werden. An die ungelehrten, schwer arbeitenden Fischer von Galiläa erging der Ruf: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Matthäus 4,19. Diese Jünger waren demütig und ließen sich belehren. Je weniger sie von den falschen Lehren ihrer Zeit beeinflusst waren, desto erfolgreicher konnte Christus sie unterrichten und für seinen Dienst heranbilden. So war es auch in den Tagen der großen Reformation. Die leitenden Reformatoren waren Männer von geringer Herkunft, Männer, die unter ihren Zeitgenossen von Dünkel, dem Einfluss der Scheinfrömmigkeit und des Priestertrugs am wenigsten belastet waren. Es liegt im Plan Gottes, sich demütiger Werkzeuge zum Erreichen großer Erfolge zu bedienen. Dann wird die Ehre nicht den Menschen gegeben, sondern dem, der durch sie das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirkt. Nur wenige Wochen nach Luthers Geburt, in der Hütte eines sächsischen Bergmannes, wurde in den Alpen Ulrich Zwingli geboren. Zwinglis Umgebung in seiner Kindheit und seine erste Erziehung waren angetan, ihn für seine zukünftige Aufgabe vorzubereiten. Erzogen inmitten einer Umgebung von natürlicher Pracht, Schönheit und Erhabenheit, wurde sein Gemüt frühzeitig von einem Gefühl der Größe, Macht und Majestät Gottes erfüllt. Die Berichte, die er auf seinen heimatlichen Bergen vollbrachten tapferen Taten, entzündeten seine jugendlichen Bestrebungen. Zu den Füßen seiner frommen Großmutter lauschte er den köstlichen Erzählungen aus der Bibel, die sie aus den Legenden und den Überlieferungen der Kirche ausgewählt hatte. Mit tiefer Anteilnahme hörte er von den großen Taten der Erzväter und Propheten, von den Hirten, die auf den Hügeln Palästinas ihre Herden weideten, wo Engel mit ihnen von dem Kindlein zu Bethlehem und dem Mann von Golgatha redeten. Gleich Hans Luther wünschte auch Zwinglis Vater, dass sein Sohn eine gute Ausbildung empfange, und der Knabe wurde frühzeitig aus seinem heimatlichen Tal fortgeschickt. Sein Verstand entwickelte sich rasch, und bald stellte sich die Frage, wo man fähige Lehrer für ihn finden könne. Im Alter von 13 Jahren ging er nach Bern, wo damals die hervorragendste Schule der Schweiz war. Hier jedoch entstand eine Gefahr, die sein verheißungsvolles Leben zu vernichten drohte. Die Mönche machten beharrliche Anstrengungen, ihn in ein Kloster zu locken. Dominikaner und Franziskaner wetteiferten um die Gunst des Volkes, die sie durch den glänzenden Schmuck ihrer Kirchen, das Gepränge ihrer Zeremonien, den Reiz berühmter Reliquien und wunderwirkender Bilder zu erreichen suchten. Die Dominikaner von Bern sahen, dass, falls sie diesen begabten jungen Studenten gewinnen könnten, sie sich Gewinn und Ehre verschaffen würden. Seine außerordentliche Jugend, seine natürliche Fähigkeit als Redner und Schreiber sowie seine Begabung für Musik und Dichtkunst würden wirksamer sein, das Volk zu ihren Gottesdiensten herbeizuziehen und die Einkünfte ihres Ordens zu mehren als all ihr Prunk und Aufwand. Durch Täuschung und Schmeichelei bemühten sie sich, Zwingli zu verleiten, in ihr Kloster einzutreten. Luther hatte sich, während er Student auf einer Hochschule war, in einer Klosterzelle vergraben und wäre für die Welt verloren gewesen, hätte nicht Gottes Vorsehung ihn befreit. Zwingli geriet nicht in diese Gefahr. Die Vorsehung fügte es, dass sein Vater von der Absicht der Mönche erfuhr
und da nicht wollte, dass sein Sohn dem müßigen und nutzlosen Leben der Mönche folgte und erkannte, dass dessen zukünftige Brauchbarkeit auf dem Spiel stand, wies er ihn an, unverzüglich nach Hause zurückzukehren. Der Jüngling gehorchte, doch blieb er nicht lange in seinem heimatlichen Tal. Er nahm bald seine Studien wieder auf und ging kurze Zeit darauf nach Basel. Hier hörte Zwingli das Evangelium von einer freien Gottesgnade zum ersten Mal. Wittenbach, ein Lehrer der alten Sprachen, war durch das Studium des Griechischen und Hebräischen zur Heiligen Schrift geführt worden, und so ergossen sich in die Gemüter derer, die er unterrichtete, Strahlen des göttlichen Lichtes. Er erklärte, dass es eine Wahrheit gebe, die älter und von unendlich größerem Wert sei als die Ansichten der Schulgelehrten und Philosophen. Er lehrte, der Tod Christi sei die einzige Genugtuung für unsere Sünden. Für Zwingli waren diese Worte wie der erste Lichtstrahl der Morgendämmerung. Bald wurde Zwingli von Basel abgerufen, um seine Lebensaufgabe anzutreten. Sein erstes Arbeitsfeld war eine Pfarrei in den Alpen, nicht weit von seinem heimatlichen Tal. Nachdem Zwingli die Priesterweihe empfangen hatte, widmete er sich ganz der Erforschung der göttlichen Wahrheit. Denn er wusste, fügte Mykonius hinzu, wie vieles derjenige zu wissen nötig hat, dem das Amt anvertraut ist, die Herde Christi zu lehren. Je mehr er in der Heiligen Schrift forschte, desto deutlicher sah er den Gegensatz zwischen ihren Wahrheiten und den Irrlehren Roms. Er unterwarf sich der Bibel als dem Worte Gottes, der allein fähigen, unfehlbaren Richtschnur. Er sah, dass sie ihr eigener Ausleger sein müsse und wagte es nicht, die Heilige Schrift auszulegen, um eine vorgefasste Ansicht oder Lehre zu beweisen, sondern hielt es für seine Pflicht, ihre unmittelbaren, deutlichen Aussagen zu erforschen. Er bediente sich jeden Hilfsmittels, um ein volles und richtiges Verständnis ihres Sinnes zu erlangen. Und er flehte den Beistand des Heiligen Geistes, der nach seiner Überzeugung allen, die ihn aufrichtig und mit Gebet suchten, das göttliche Wort offenbart. Zwingli schrieb hierüber: Die Schrift ist von Gott und nicht von Menschen hergekommen. Vergleiche 2. Petrus 1,21. Eben der Gott, der erleuchtet, der wird auch dir zu verstehen geben, dass seine Rede von Gott kommt. Das Wort Gottes ist gewiss, fehlt nicht, es ist klar, lässt nicht in der Finsternis irren, es lehrt sich selbst, tut sich selbst auf und bescheint die menschliche Seele mit allem Heil und Gnaden, tröstet sie in Gott, demütigt sie, so dass sie selbst verliert, ja verwirft und fasst Gott in sich, in dem lebt sie, danach fechtet sie. Zwingli hatte die Wahrheit dieser Worte an sich selbst erfahren, wie auch später mit folgenden Worten bezeugt: Als ich vor 7 oder 8 Jahren anhub, mich ganz an die Heilige Schrift zu lassen, wollte mir Philosophie und Theologie der Zänker immer da ihre Einwürfe machen. Da kam ich zuletzt dahin, dass ich dachte, doch mit Schrift und Wort Gottes dazu geleitet. Du musst das alles lassen liegen und die Meinung Gottes lauter aus seinem eigenen einfältigen Wort lernen. Da hub ich an, Gott zu bitten um sein Licht und fing mir an, die Schrift viel heller zu werden. Die Lehre, die Zwingli verkündigte, hat er nicht von Luther empfangen, es war die Lehre Christi. Predigt Luther Christus, schrieb der schweizerische Reformator, so tut er eben dasselbe, was ich tue. Wiewohl, Gott sei gelobt, durch ihn eine unzählbare Welt mehr als durch mich und andere zu Gott geführt werden. Dennoch will ich keinen anderen Namen tragen als den meines Hauptmanns Christi, dessen Kriegsmann ich bin. Der wird mir Amt und Sold geben, so viel ihm gut dünkt. Dennoch bezeuge ich vor Gott und allen Menschen, dass ich keinen Buchstaben alle Tage meines Lebens Luther geschrieben habe, noch er mir, noch hab ich solches veranstaltet.
Solches habe ich nicht unterlassen aus Menschenfurcht, sondern weil ich dadurch habe allen Menschen offenbaren wollen, wie einhellig der Geist Gottes sei, dass wir so weit voneinander wohnen, dennoch so einhellig die Lehre Christi lehren, obwohl ich ihm nicht anzuzählen bin, denn jeder von uns tut, so viel ihm Gott weist. Zwingli wurde 1516 eine Pfarrstelle am Kloster zu Einsiedeln angeboten. Hier sollte er eine klarere Einsicht in die Verderbtheit Roms erhalten und einen reformatorischen Einfluss ausüben, der weit über seine heimatlichen Alpen hinaus gefühlt wurde. Ein Gnadenbild der Jungfrau Maria, angeblich ein wunderwirkendes, war hier der größte Anziehungspunkt. Über der Eingangspforte des Klosters prangte die Inschrift: Hier findet man volle Vergebung aller Sünden. Das ganze Jahr hindurch zogen Pilger zu dem Altar der Maria. Doch an einem jährlichen großen Fest kamen sie massenhaft aus allen Teilen der Schweiz und auch aus Deutschland und Frankreich. Dieser Anblick schmerzte Zwingli sehr und er benutzte solche Gelegenheiten, ihnen die herrliche Freiheit des Evangeliums zu verkündigen. Die Vergebung der Sünden und das ewige Leben seien bei Christus und nicht bei der heiligen Jungfrau zu suchen. Der Ablass, die Wallfahrt und Gelübde, die Geschenke, die man den Heiligen mache, haben wenig Wert. Gottes Gnade und Hilfe sei allen Orten gleich nahe, und er höre das Gebet anderswo nicht weniger als zu Einsiedeln. Wir ehren Gott mit Plappergebeten, mit viel Fasten, mit auswendigem Schein der Kutten, mit weißem Geschleife, mit säuberlich geschorenen Glatzen, mit langen, schön gefalteten Röcken, mit wohlvergüldeten Mauleseln. Aber das Herz ist fern von Gott. Christus, der sich einmal für uns geopfert, ist ein in Ewigkeit währendes und bezahlendes Opfer für die Sünden aller Gläubigen. Nicht allein seiner vielen Zuhörer war diese Lehre willkommen. Es enttäuschte manche sehr, dass ihre lange und mühsame Pilgerreise umsonst gemacht worden sei. Sie konnten die ihnen in Christus frei angebotene Vergebung nicht fassen und der alte Weg zum Himmel, wie ihn Rom vorgezeichnet hatte, genügte ihnen. Sie schreckten zurück vor der Schwierigkeit, nach etwas Besserem zu suchen. Ihre Seligkeit, Papst und Priestern anzuvertrauen, fiel ihnen leichter, als nach Reinheit des Herzens zu trachten. Andere aber freuten sich über die frohe Kunde der Erlösung in Christus. Ihnen hatten die von Rom auferlegten Bürden keinen Seelenfrieden gebracht, und gläubig nahmen sie des Heilandes Blut zu ihrer Versöhnung an. Froh kehrten sie nach ihrer Heimat zurück, um anderen das empfangene köstliche Licht zu offenbaren. Auf diese Weise pflanzte sich die Wahrheit von Weiler zu Weiler und von Stadt zu Stadt fort, die Zahl der Pilger zu dem Altar der Jungfrau dagegen nahm ab. Die Gaben verringerten sich und somit auch Zwinglis Gehalt, das aus diesen Gaben bestritten wurde. Doch ihm verursachte es nur Freude zu sehen, dass die Macht des Fanatismus und Aberglaubens gebrochen wurde. Seine Vorgesetzten wussten von Zwinglis Wirken. Er drang in sie, die Missstände abzustellen, aber sie schritten nicht ein, sondern hofften, ihn durch Schmeichelei für ihre Sache zu gewinnen. Unterdessen fasste die Wahrheit Wurzel in den Herzen des Volkes. Zwinglis Wirken in Einsiedeln hatte ihn für ein größeres Feld vorbereitet, das er bald betreten sollte. Im Dezember 1518 wurde er zum Leutpriester am Dom in Zürich berufen. Es war damals schon die bedeutendste Stadt der Schweizerischen Genossenschaft, so dass der dort ausgeübte Einfluss sich weithin fühlbar machte. Die Domherren, auf deren Einladung Zwingli nach Zürich gekommen war, schärften ihm bei seiner Verpflichtung zur Amtsordnung, da sie Neuerungen befürchteten, folgende Hauptpflichten ein. Du musst nicht versäumen, für die Einkünfte des Domkapitels zu sorgen und auch das Geringste nicht verachten.
Ermahne die Gläubigen von der Kanzel und dem Beichtstuhle, alle Abgaben und Zehnten zu entrichten und durch Gaben ihre Anhänglichkeit an die Kirche zu bewähren. Auch die Einkünfte von Kranken, von Opfern und jeder anderen kirchlichen Handlung musst du zu nähern suchen. Auch gehört zu deinen Pflichten die Verwaltung des Sakramentes, die Predigt und die Seelsorge. In mancher Hinsicht, besonders in der Predigt, kannst du dich durch einen Vikar ersetzen lassen. Die Sakramente brauchst du nur den Vornehmen, wenn sie dich fordern, zu reichen. Du darfst es sonst ohne Unterschied der Personen nicht tun. Ruhig hörte Zwingli diesem Auftrag zu, drückte auch seinen gebührenden Dank aus für die Ehre, zu solchem wichtigen Amt berufen worden zu sein, und erklärte ihnen, welchen Lauf er einzuschlagen gedenke. Von der Geschichte Christi des Erlösers, wie sie der Evangelist Matthäus beschrieben hat, sei wohl schon der Titel länger bekannt, aber deren Vortrefflichkeit sei schon lange Zeit nicht ohne Verlust des göttlichen Ruhmes und der Seelen verborgen geblieben. Dasselbe sei nicht nach menschlichem Gutdünken zu erklären, sondern im Sinne des Geistes mit sorgfältigem Vergleich und innigem Gebet. Alles zur Ehre Gottes und seines einigen Sohnes und dem rechten Heil der Seelen und Unterrichtung der frommen und biederen Leute. Wiewohl etliche Domherren diesen Plan nicht billigten und ihn davon abzubringen suchten, blieb Zwingli doch standhaft und erklärte, diese Art zu predigen sei keine neue, sondern gerade die alte und ursprüngliche, wie sie die Kirche in ihrem reineren Zustand geübt habe. Da das Interesse für die von ihm gelehrten Wahrheiten geweckt war, strömte das Volk in großer Zahl herzu, um seinen Predigten zu lauschen. Viele, die schon lange keine Gottesdienste besucht hatten, befanden sich unter seinen Zuhörern. Er begann sein Amt mit dem ersten Kapitel des Matthäus und erklärte, wie ein Zuhörer dieser ersten Predigt berichtete, das Evangelium so köstlich durch alle Propheten und Patriarchen, desgleichen auch nach aller Urteil nie gehört worden war. Wie in Einsiedeln, so stellte er auch hier das Wort Gottes als die alleinige, unfehlbare Autorität und den Tod Christi als das einzige, völlige Opfer dar. Seine Hauptaufgabe sah er darin, Christus aus der Quelle zu predigen und den reinen Christus in die Herzen einzupflanzen. Alle Stände des Volkes, Ratsherren und Gelehrte, wie auch der Handwerker und Bauern, scharten sich um diesen Prediger. Mit tiefer Anteilnahme lauschten sie seinen Worten. Er verkündigte nicht nur das Angebot eines freien Heils, sondern rügte auch furchtlos die Übelstände und Verderbnisse seiner Zeit. Viele priesen Gott bei ihrer Rückkehr aus dem Dom und sprachen, dieser ist ein rechter Prediger der Wahrheit, der wird sagen, wie die Sachen stehen und als ein Moses uns aus Ägypten führen. Seine Bemühungen wurden zuerst mit großer Begeisterung aufgenommen, doch mit der Zeit regte sich der Widerstand immer mehr. Die Mönche versuchten, sein Werk zu hindern und seine Lehren zu verurteilen. Viele bestürmten ihn mit Hohn und Spott, andere drohten und schmähten. Zwingli erduldete alles mit christlicher Geduld und sagte, wenn man die Bösen zu Christus führen will, so muss man bei manchen die Augen zudrücken. Um diese Zeit kam ein neues Werkzeug hinzu, die Sache der Reformation zu fördern. Ein gewisser Lucian wurde von einem Freund des reformierten Glaubens in Basel, der meinte, dass der Verkauf jener Bücher ein mächtiges Mittel zur Ausbreitung des Lichtes sein möchte, mit etlichen Schriften Luthers nach Zürich gesandt, und er schrieb Zwingli. Wenn nun dieser Lucian Klugheit und Geschmeidigkeit genügend zu haben scheint, so muntere ihn auf, dass er Luthers Schriften, vor allem die für Laien gedruckten Auslegung des Herrn Gebets, in allen Ständen, Flecken, Dörfern auch von Haus zu Haus verbreite. Je mehr man ihn kennt, desto mehr Absatz hat er.
Doch soll er sich hüten, gleichzeitig andere Bücher zu verkaufen, denn je mehr er gezwungen ist, nur diese anzupreisen, eine desto größere Menge solcher Bücher verkauft er. Auf diese Weise fand das Licht Eingang. Doch wenn Gott sich anschickt, die Fesseln der Unwissenheit und des Aberglaubens zu brechen, dann wirkt auch Satan mit der größten Macht, die Menschen in Finsternis zu hüllen und ihre Bande noch fester zu schmieden. Männer standen in verschiedenen Ländern auf, um den Menschen die freie Vergebung und Rechtfertigung durch das Blut Christi zu verkündigen. Rom aber öffnete mit erneuter Tatkraft seinen Handel in der ganzen Christenheit, Vergebung um Geld feilzubieten. Jede Sünde hatte ihren Preis, und den Menschen wurde volle Freiheit für grobe Vergehungen gewährt, wenn nur der Schatzkasten der Kirche damit wohl gefüllt erhalten wurde. So schritten beide Bewegungen voran. Die eine bot Freisprechung von Sünden um Geld, die andere Vergebung durch Christus. Rom erlaubte die Sünde und machte sie zu einer Quelle seiner Einnahmen. Die Reformatoren verurteilten die Sünde und wiesen auf Christus als den einzigen Versöhner und Befreier hin. In Deutschland war der Verkauf von Ablässen den Dominikanermönchen anvertraut worden, wobei Tetzel eine berüchtigte Rolle spielte. In der Schweiz lag der Handel in den Händen der Franziskaner und wurde von Samson, einem italienischen Mönch, geleitet. Samson hatte der Kirche bereits gute Dienste geleistet, indem er aus der Schweiz und auch aus Deutschland ungeheure Summen verschafft hatte, um die Schatzkammer des Papstes zu füllen. Jetzt durchreiste er die Schweiz unter großem Zuzug, beraubte die armen Landleute ihres dürftigen Einkommens und erpresste reiche Geschenke von den wohlhabenden Klassen. Aber der Einfluss der Reformation machte sich bereits bemerkbar, und dieser Handel wurde, wenn ihm auch nicht völlig Einhalt geboten werden konnte, sehr beschnitten. Zwingli weilte noch in Einsiedeln, als Samson, kurz nachdem er in die Schweiz gekommen war, den Ablass in einem benachbarten Ort anbot. Sobald er von seinem Kommen hörte, widersetzte er sich ihm. Die beiden trafen sich nicht, doch stellte Zwingli die Anmaßungen des Mönches mit solchem Erfolg bloß, dass Samson die Gegend verlassen musste. Auch in Zürich predigte Zwingli eifrig gegen den Ablasshandel, und als Samson sich später dieser Stadt näherte, deutete ihm ein Ratsbote an, er solle weiterziehen. Doch schließlich verschaffte er sich durch List Eingang, wurde jedoch fortgeschickt, ohne einen einzigen Ablass verkauft zu haben, und bald darauf verließ er die Schweiz. Das Auftreten der Pest, des sogenannten Schwarzen Todes, die 1519 die Schweiz heimsuchte, verlieh der Reformation einen starken Auftrieb. Als die Menschen auf diese Weise dem Verderben von Angesicht zu Angesicht gegenübergestellt wurden, fingen viele an einzusehen, wie nichtig und wertlos die Ablässe seien, die sie so kürzlich gekauft hatten, und sie sehnten sich nach einem sicheren Grund für ihren Glauben. In Zürich wurde auch Zwingli aufs Krankenlager geworfen und lag so schwer krank danieder, dass alle Hoffnung auf seine Genesung aufgegeben wurde und das Gerücht verbreitete sich, er sei tot. In jener schweren Stunde der Prüfung blieben jedoch seine Hoffnung und sein Mut unerschüttert. Er blickte im Glauben auf das Kreuz von Golgatha und vertraute auf die allgenügsame Versöhnung für die Sünde. Als er von der Pforte des Todes zurückkehrte, predigte er das Evangelium mit größerer Kraft als je zuvor, und seine Worte übten eine ungewöhnliche Macht aus. Das Volk begrüßte seinen geliebten Seelsorger mit Freuden, der von der Schwelle des Grabes zu ihm zurückkehrte. Selbst mit der Besorgung der Kranken und Sterbenden beschäftigt, fühlte es wie nie zuvor den Wert des Evangeliums. Zwingli war zu einem klareren Verständnis der Evangeliumswahrheit gelangt und hatte an sich selbst seine neu gestaltende Macht völliger erfahren. Der Sündenfall und der Erlösungsplan waren die Themen,
mit denen er sich beschäftigte. Er schrieb: In Adam sind wir alle tot und in Verderbnis und Verdammnis versunken. Aber Christus ist wahrer Mensch gleich wie wahrer Gott und ein ewig währendes Gut. Sein Leiden ist ewig gut und fruchtbar, tut der göttlichen Gerechtigkeit in Ewigkeit für die Sünden aller Menschen genug, die sich sicher und gläubig darauf verlassen. Doch lehrt er deutlich, dass es den Menschen wegen der Gnade Christi nicht freistehe, in der Sünde fortzufahren. Siehe, wo der wahre Glaube ist, der von der Liebe nicht geschieden, da ist Gott. Wo aber Gott ist, da geschieht nichts Arges, da fehlt es nicht an guten Werken. Zwinglis Predigten erregten ein solches Aufsehen, dass der Dom die Menge nicht fassen konnte, die kam, um ihm zuzuhören. Nach und nach, wie sie es ertragen konnten, eröffnete er seinen Zuhörern die Wahrheit. Er war sorgfältig darauf bedacht, nicht gleich am Anfang Lehren einzuführen, die sie erschrecken und die Vorurteile erregen würden. Seine Aufgabe war, ihre Herzen für die Lehren Christi zu gewinnen, sie durch dessen Liebe zu erweichen und ihnen dessen Beispiel vor Augen zu halten. Dann würden auch, indem sie die Grundsätze des Evangeliums annahmen, ihre abergläubischen Begriffe und Gebräuche unvermeidlich schwinden. Schritt für Schritt ging die Reformation in Zürich vorwärts. Voll Schrecken erhoben sich ihre Feinde zu tatkräftigem Widerstand. Ein Jahr zuvor hatte der Mönch von Wittenberg in Worms dem Papst und dem Kaiser sein Nein ausgesprochen, und nun schien in Zürich alles auf ein ähnliches Widerstreben gegen die päpstlichen Ansprüche hinzudeuten. Zwingli wurde wiederholt angegriffen. In den päpstlichen Kantonen wurden von Zeit zu Zeit Jünger des Evangeliums auf den Scheiterhaufen gebracht, doch das genügte nicht. Der Lehrer der Ketzerei musste zum Schweigen gebracht werden. Demgemäß sandte der Bischof von Konstanz drei Abgeordnete zu dem Rat zu Zürich mit der Anklage, dass Zwingli das Volk lehre, die Gesetze der Kirche zu übertreten und er somit den Frieden und die gute Ordnung der Gesellschaft gefährde. Sollte aber, behauptete er, die Autorität der Kirche unberücksichtigt bleiben, so würde ein Zustand allgemeiner Gesetzlosigkeit eintreten. Zwingli antwortete: Ich habe schon beinahe 4 Jahre lang das Evangelium Jesu mit saurer Mühe und Arbeit hier gepredigt. Zürich ist ruhiger und friedlicher als kein anderer Ort der Eidgenossenschaft, und die schreiben alle guten Bürger dem Evangelium zu. Die Abgeordneten des Bischofs hatten die Räte ermahnt, da es außer der Kirche kein Heil gebe, in ihr zu verharren. Zwingli erwiderte: Lasst euch, liebe Herren und Bürger, durch diese Ermahnung nicht auf den Gedanken führen, dass ihr euch jemals von der Kirche Christi gesondert habt. Ich glaube zuversichtlich, dass ihr euch noch wohl zu erinnern wisst, was ich euch in meiner Erklärung über Matthäus gesagt habe, dass jener Fels, welcher dem in redlich bekennenden Jüngern den Namen Petrus gab, das Fundament der Kirche sei. In jeglichem Volk, an jedem Ort, wer mit seinem Munde Jesus bekennt und im Herzen glaubt, Gott habe ihn von den Toten auferweckt, wird selig werden. Es ist gewiss, dass niemand außer derjenigen Kirche selig werden kann. Die Folge der Verhandlung war, dass bald darauf Wanner, einer der drei Abgeordneten des Bischofs, sich offen zum Evangelium bekannte. Der Züricher Rat lehnte jedes Vorgehen gegen Zwingli ab und Rom rüstete sich zu einem neuen Angriff. Als Zwingli vernahm, dass sie den Kampf erneuern wollten, schrieb er von ihnen als solchen, die ich weniger fürchte, wie ein hohes Ufer die Wellen drohender Flüsse. Mit Gott! Die Anstrengungen der Priester förderten nur die Sache, die sie zu stürzen trachteten. Die Wahrheit breitete sich immer mehr aus. In Deutschland fassten die Anhänger Luthers, die durch sein Verschwinden niedergeschlagen waren, neuen Mut, da sie von dem Fortschritt des Evangeliums in der Schweiz hörten. Als die Reformation in Zürich Wurzel fasste, sah man ihre Früchte in der Unterdrückung des Lasters und in der Förderung guter Ordnung und friedlichen Einvernehmens
so dass Zwingli schreiben konnte: Der Friede wallt in unserer Stadt. Zu dieser Ruhe hat aber wohl die Einigkeit der Prediger des Worts nicht das Geringste beigetragen. Zwischen uns gibt es keine Spannung, keine Zwietracht, keinen Neid, keine Zänkereien und Streitigkeiten. Wem könnte man aber diese Übereinstimmung der Gemüter mehr zuschreiben als wie dem höchsten, besten Gott? Die von der Reformation errungenen Siege reizten die Anhänger Roms zu noch größeren Anstrengungen, sie zu vernichten. Da die Unterdrückung der Sache Luthers in Deutschland durch Verfolgung so wenig fruchtete, entschlossen sie sich, die Reform mit ihrer eigenen Waffe zu schlagen. Sie wollten ein Streitgespräch mit Zwingli halten, und da die Anordnung der Sache in ihrer Hand lag, wollten sie sich dadurch den Sieg sichern, dass sie beides, den Kampfplatz und die Richter, wählten, die zwischen den Streitenden entscheiden sollten. Konnten sie einmal Zwingli in ihre Gewalt bekommen, dann wollten sie schon dafür sorgen, dass er ihnen nicht entwische. Und war der Führer zum Schweigen gebracht, dann konnte die Bewegung rasch erstickt werden. Doch verheimlichten sie sorgfältig ihre Absicht. Das Religionsgespräch wurde in Baden abgehalten. Zwingli wohnte aber nicht bei. Der Züricher Rat misstraute den Absichten Roms, auch das Auflodern der in den katholischen Kantonen für die evangelischen angezündeten Scheiterhaufen diente als Warnung. Deshalb verbot er seinem Seelsorger, sich dieser Gefahr auszusetzen. Zwingli stand bereit, sich allen Römlingen in Zürich zur Verantwortung zu stellen, aber nach Baden zu gehen, wo eben erst das Blut von Märtyrern um der Wahrheit willen vergossen worden war, hätte für ihn nur den sicheren Tod bedeutet. Öko Lampart und Haller vertraten die Reformation, während der bekannte Dr. Eck, den eine Schar päpstlicher Gelehrten und Kirchenfürsten unterstützten, der Vertreter Roms war. War auch Zwingli nicht zugegen, so war doch sein Einfluss spürbar. Die Katholiken hatten selbst die Schreiber bestimmt und allen anderen war jede Aufzeichnung bei Todesstrafe verboten. Dessen ungeachtet erhielt Zwingli täglich von den in Baden abgehaltenen Reden genauen Bericht. Ein bei den Verhandlungen anwesender Student schrieb jeden Abend die Beweisführungen auf. Zwei andere Studenten übernahmen es, diesen Bericht über die Verhandlungen des Tages sowie die brieflichen Anfragen Öko Lamperts und seiner Glaubensbrüder an Zwingli zu befördern. Die Antworten des Reformators, die seine Ratschläge und Winke enthielten, mussten nachts geschrieben werden. Frühmorgens kehrten dann die Jünglinge nach Baden zurück. Um der Wachsamkeit der an den Stadttoren postierten Hüter zu entgehen, brachten sie auf ihren Häuptern Körbe mit Federvieh und konnten so ungehindert hindurchgehen. Auf diese Weise kämpfte Zwingli mit seinen verschlagenen Gegnern. Er hat, schreibt Mikonius, während des Gesprächs durch Nachdenken, Wachen, Raten, Ermahnen und Schreiben mehr gearbeitet, als wenn er der Disputation selbst beigewohnt hätte. Die Römlinge frohlockten bereits ihres vermeintlichen Triumphes wegen und hatten sich in ihrem schönsten Kleide und glänzenden Juwelen nach Baden begeben. Sie lebten schwelgerisch, ihre Tafeln waren mit den köstlichsten Leckerbissen und ausgesuchtesten Weinen besetzt. Die Lasten ihrer kirchlichen Pflichten wurden mit Schmausen und Lustbarkeiten erleichtert. In bezeichnendem Gegensatz erschienen die Reformatoren, die von dem Volk kaum höher denn eine Schar von Bettlern angesehen wurden, und ihre anspruchslosen Mahlzeiten hielten sie nur kurze Zeit bei Tische. Öko Lamperts Hauswirt, der ihn in seinem Zimmer überwachte, fand ihn stets beim Studium oder im Gebet und sagte in großer Verwunderung: Man muss gestehen, das ist ein sehr frommer Ketzer. Bei der Versammlung betrat Eck eine prächtig verzierte Kanzel. Der einfach gekleidete Öko Lampart musste ihm gegenüber auf ein grob gearbeitetes Gerüst treten. Ecks mächtige Stimme und seine unbegrenzte Zuversicht ließen ihn nie im Stich. Sein Eifer wurde durch die Aussicht auf Gold und Ruhm gereizt,
war doch dem Verteidiger des Glaubens eine ansehnliche Belohnung zugesichert. Wo es ihm an besseren Belegen mangelte, wandte er beleidigende Reden und sogar Flüche an. Der bescheidene Öko Lampert, der nicht auf sich selbst vertraute, war vor dem Streit zurückgeschreckt und erklärte am Anfang feierlich, dass alles nach dem Worte Gottes als Richtschnur ausgemacht werden sollte. Sein Auftreten war bescheiden und geduldig, doch erwies er sich als fähig und tapfer. Eck, der mit der Schrift nicht zurechtkommen konnte, berief sich immer wieder auf Überlieferungen und Herkommen. Öko Lampert antwortet: Über allen Übungen steht in unserem Schweizer Lande das Landrecht. Unser Landbuch aber, in Glaubenssachen, ist die Bibel. Der Gegensatz zwischen den beiden Hauptrednern verfehlte seine Wirkung nicht. Die ruhige, deutliche Beweisführung Öko Lamperts und sein bescheidenes Betragen gewannen die Gemüter für ihn, die sich mit Widerwillen von den prahlerischen und lauten Behauptungen Ex abwandten. Das Religionsgespräch dauerte 18 Tage. Am Ende beanspruchten die Anhänger Roms mit großer Zuversicht den Sieg. Die meisten Abgesandten standen auf Roms Seite und die Sitzung erklärte die Reformatoren für geschlagen und mit Zwingli, ihrem Haupt, von der Kirche ausgeschlossen. Die Früchte dieses Religionsgespräches offenbarten jedoch, auf welcher Seite die Überlegenheit lag. Das Streitgespräch verlieh der protestantischen Sache einen starken Auftrieb und nicht lange danach bekannten sich die wichtigen Städte Bern und Basel zu der Reformation.